Herr Fernandes, Survival of the Fittest, die Kurzform der Darwinschen Evolutionstheorie, könnte das Motto der aktuellen Digitalisierung in der Finanzindustrie sein. Wie sieht das auf Seiten der großen Lösungsanbieter aus? Wie fit sind die im Vergleich zu den agilen Fintechs? Ich kann leider nicht für die anderen sprechen, oder zum Glück nicht für die anderen sprechen, sondern für unsere Firma selbst. Und wie Sie wissen, Darwins Spruch ist mein Credo. Deshalb steht auch dieses Zitat bei meiner Rückwand im Büro. Das erinnert mich jeden Tag daran, dass wir uns anpassen müssen an sich ändernde Umstände. Wenn sich das Ökosystem ändert, müssen wir uns ändern. Sonst werden wir disrupted, wie das schon in anderen Industrien passiert ist. Und wir gehören lieber zu den Disruptoren als zu den Disrumpierten. In dem Sinn ist meine Paranoia da, was uns wach hält und fit hält. Und es gibt zwei Dinge, die wirklich die Welt verändert hat in der Finanzindustrie. Das eine ist die Technologie, das Netz selbst, das alles neu aufmischelt, neue Opportunitäten, neue Chancen bietet. Und das zweite ist die Krise. 2008, die Finanzkrise, hat auch einiges verändert. Das Vertrauen des Konsumenten, das Konsumverhalten selbst verändert sich, und wenn man da stehen bleibt, ist man tot. Und deshalb bleiben wir nicht stehen, sondern rennen wie verrückt. Umsatzwachstum ist eine wichtige Größe für Sie, auch im Hinblick auf einen möglichen Börsengang. Wie und in welchen Märkten wollen Sie dieses Wachstum generieren, und welche Rolle spielt dabei die Frankenstärke? Also Umsatz ist natürlich eines der wichtigen Führungsgrößen für ein Unternehmen wie wir. Wie Sie wissen, sind wir im Business Process Outsourcing Geschäft, also im Bankdienstleistung für Banken Geschäft. Und da hat natürlich Marktanteil, sprich Skala, ein ganz wichtiger Effekt. Man kann nicht industrialisieren, wenn man nicht die kritische Masse hat. Kritische Masse heißt Umsatzwachstum, Wachstum, der Marktanteil ist ganz zentral. Die Frankenstärke, sage ich, das ist etwas, worauf wir keinen Einfluss haben. Damit müssen wir leben, und deshalb müssen wir einfach das sind auch die verändernden Umstände, an denen wir uns anpassen müssen als Firma. Grundsätzlich sage ich, eine starke Währung hat einer Wirtschaft langfristig nie geschadet, sondern hat eigentlich Staaten eher stark gemacht, fit gemacht. Und ich glaube, das gilt auch für die Schweiz. Und das habe ich auch so geäußert. Wir haben uns rechtzeitig währungskongruent aufgestellt. Das heißt, wir haben die Umsätze und die Kosten in derselben Währung, außer in der Softwareentwicklung. Und in der Softwareentwicklung ist die richtige Idee zu haben, die richtigen Talente zu haben, die richtige Innovationsstärke zu haben, viel, viel wichtiger als der Kostenpunkt. Das heißt, in der großen Innovation ist die Preissensitivität klein. Mit der Übernahme und Integration von Bsource haben Sie das Business Process Outsourcing als Alternativmodell zum traditionellen Lizenzgeschäft bei Avaloq etabliert. Wo soll in Zukunft der Fokus liegen, und was heißt das bezüglich Investitionen in eventuell weitere BPO-Zentren? Wenn Sie sich erinnern, ist die Idee und die Strategie relativ alt. Ich habe das schon 2001 auf meine Strategiefolien geschrieben. Damals wollte ich, dass ein BPO-Geschäft, also ein Outsourcing-Modell entsteht, also die Banktransaktion aus der Steckdose mit unserer Technologie, aber von einem Partner von uns angeboten. Damals waren wir in Kontakt mit der Telekurs. Das hat leider damals nicht funktioniert. Ich musste mich noch 10 Jahre gedulden, bis wir das selber tun konnten. Im 2011 haben wir dann die Bsource übernommen. Wir haben die Bsource ja replattformt auf unsere Technologie und in der Zwischenzeit die Margen expandieren können, signifikant expandieren können, und den Umsatz, eigentlich das Volumen, das ja wichtig ist für die Industrialisierung, versiebenfacht allein bei der Bsource. Bsource ist für uns das Experimentierumfeld, wie immer in der Schweiz, in unserem Heimmarkt. Und wenn es in unserem Heimmarkt funktioniert, versuche ich das hier was zu internationalisieren. Wir haben mittlerweile ein zweites BPO-Center in Kollaboration mit Raiffeisen, die Horizon, die wir bauen, nach dem Modell Bsource. Wir haben eines, das schon Kundenatrieb-Plattform wurde, für den europäischen Raum in Berlin, Avaloq Sourcing Europe. Und wir haben dasselbe für den asiatischen Raum
aus dem Boden gestampft, so quasi in Asien, in Singapur, und verarbeiten mittlerweile 700 Milliarden und haben ein Wachstum von 20-30% pro Jahr. Also das zeigt, dass wir da das Zeichen der Zeit wirklich erkannt haben. Und ich glaube, dieser Skaleneffekt, Automation und Masse, ermöglicht uns, einen Bankservice für die Banken zu machen, in einem Segment, wo sich die Banken eigentlich nicht differenzieren können. Kostengünstig, schnell, verlässlich, qualitativ hoch. Das ist unser BPO-Modell. Zürich bemüht sich, im Wettbewerb der weltweiten Start-up- und Fintech-Hubs eine größere Rolle zu spielen. Wie realistisch ist dieses Ansinnen? Welche Rahmenbedingungen müssen verbessert werden, um die Erfolgschancen zu steigern? Sie sprechen es an, Herr Fuchs. Man muss etwas ändern, um das wirklich im globalen Kontext erfolgreich zu machen. Aber wir hätten eigentlich die Ingredienzen. Wir haben exzellente Ausbildungsstätten, um zwei zu nennen, die EPFL und die ETH, weltweit Top-Ausbildungsplätze. Wir haben noch mehrere. Wir haben eine brillante Innovationskultur, weil wir als Urschweizer gelernt haben, von Kindsbeinen an alles in Frage zu stellen. Wir müssen ja zu jedem Thema alle zwei Wochen an die Urne und diskutieren alles am Mittagstisch seit Kindsbeinen an. Das fördert eine Innovationskultur, weil man ist sich gewöhnt, alles zu hinterfragen. Wir haben leider nicht eine gute Investitionskultur und nicht eine gute Fehlerkultur für Innovation in der Schweiz. Also wir müssen lernen, dass es keine Innovation gibt ohne Failure. Von Fehler lernt man, das müssen wir noch lernen. So try fast, fail fast, recover fast and try again. Das können wir von den Amerikanern lernen und Tito natürlich im Venture-Kapital-Bereich. Da gibt es wenig in der Schweiz. Die Schweizer Startups, davon gibt es 130 im Fintech. Viele davon kontaktieren mich, weil sie wissen, ich weiß, wie ein Startup funktioniert. Wir waren gestern selbst noch einer, haben immer noch den Groove drauf, wir verstehen sie und investieren dann auch. Also ein Startup, der zu einer Großbank geht und 200.000 Franken Kapital braucht, der kriegt das nicht. Und bei uns, wenn wir sagen, jawohl, das könnte noch eine gute Wette sein, der hat ein gutes Modell, man sieht im Entrepreneur das Leuchten in den Augen, dann riskieren wir diese paar Franken. Da fehlt uns diese Venture Capital Kultur in der Early Phase eines Startups, fehlt uns da in der Schweiz noch. Das heißt, sehr oft wenden sich deshalb Schweizer Innovatoren relativ schnell an Londoner oder amerikanische Investoren. Zürich ist aber gut positioniert. Es ist kein Zufall, dass Google das zweitgrößte Entwicklungszentrum in Zürich hat, dass IBM die meisten Nobelpreise aus dem Labor in Rüschlikon holt, dass Avaloq immer noch hier ist. Also es ist ein gutes Pflaster, aber ich glaube, wir können auch das noch verbessern, um global mithalten zu können mit, sage ich jetzt mal, Silicon Valley, Tel Aviv und the likes. Das Maß der Dinge für die Softwareindustrie ist nach wie vor das Silicon Valley. In Asien, Australien und Europa ist Avaloq schon präsent. Weshalb in den USA noch nicht? Und welche Pläne haben Sie bezüglich der weiteren Expansion? Erstens ist auch Silicon Valley nicht die Welt, auch die kochen mit Wasser. Ich sage jetzt mal, Stanford, Harvard sind auf dem ähnlichen Niveau wie unsere Top-Top-Universitäten wie die ETH. Für uns ist natürlich wichtig, follow the talent. Follow the customers hat uns ja international in die wichtigsten Finanzplätze geführt, wie zum Beispiel Singapur, Hongkong, London etc. Das Zweite, was für uns wichtig ist neben den Kunden, sind die Talente und dort folgen wir auch dem Talent. Das hat uns zum Beispiel in den schottischen Raum gebracht, wo es gute Graduates gibt, ein paar Hochschulen, die Weltrang haben, und das bringt uns natürlich auch in die USA. Man kann die Welt nicht in zwei Tagen erobern, sie wurde auch nicht in zwei Tagen erschaffen, es hat geheißen, es hat 7 gedauert. Anyway, auch wir strecken die Fühler nach Amerika aus. Ich war schon zweimal in Silicon Valley jetzt dieses Jahr. Wir möchten in Amerika, bevor wir
hingehen, um Kunden zu suchen. Da haben wir ja bereits Verträge unterschrieben mit Banken, die uns in Amerika haben wollen. Bevor wir das machen, wollen wir ein Entwicklungscenter in Amerika aufbauen. Das wäre das vierte, das wir haben. Da bin ich noch am Überlegen, ist es wirklich Silicon Valley? Mehr technologielastig, mehr Start-up-Kultur oder ist es New York? Dort ist halt die Finanzinnovation da. Oder auch Toronto, dort hat man auch einen ähnlichen Groove, ist nicht ganz so teuer wie das Valley und man ist dem juristischen System der USA noch nicht so exponiert. Das sind die Überlegungen, die wir uns gerade machen. Wir haben mit Swissnex eine Kollaboration in den USA, um genau dort ansässig zu werden und die richtigen Entscheide zu treffen. Blockchain und Smart Contracts haben das Potenzial, für Finanzinstitute dort, wo sie als reine Intermediäre agieren, das Ende einzuläuten. Was bedeuten solche Entwicklungen für Avaloq? Wie weit sind sie vorbereitet, Kryptowährungen und auf Blockchain-basierende Konzepte abzubilden? Drei Dinge. Die meisten Banken antworten damit, ja, wir sind dran, wir verfolgen das. Ja, wir sprechen nicht darüber, wir tun was. Wir haben konkrete Kollaborationen mit Firmen wie Metaco oder Xapo, die wir ansteuern. Das Zweite ist, wir haben ein Team, das mit diesen Technologien experimentiert und arbeitet. Und wenn wir einen Entscheid treffen, setzen wir sehr, sehr schnell um. Wir haben einen konkreten Auftrag formuliert, den möchte ich hier noch nicht disclosen, wie wir das integrieren wollen. Aber ich kann Ihnen sagen, wie ich über die Geschichte nachdenke. Viele Nichtwissende separieren zu stark die Blockchain von Bitcoin. Und viele von denen haben dann nicht verstanden, was die Blockchain, wie Blockchain, das Konzept wirklich arbeitet. Es ist ein Distributed Ledger und es basiert darauf, das hat nichts mit Technologie zu tun, mit dem Vertrauen in eine größere Masse von dezentralen Teilnehmern. Das heißt, wenn irgendeine Bank sagt, ich mache eine private Blockchain für mich, dann hat die Idee, die Philosophie der Blockchain nicht verstanden. Es geht darum, dass der Konsument eben kein Vertrauen hat in ein einzelnes Institut und dadurch, dass man die Welt teilnehmen lässt. Wenn wir zu zehnt an einem Journal schreiben, nehmen Sie ein physisches Journal und wir buchen dort, dann gibt es kein Ausradieren und Manipulieren, weil die anderen neun gucken mir zu, während ich den Journaleintrag mache. Das ist die Idee der Blockchain. Das Zweite ist, dass das Minieren von Bitcoins, Bitcoins schürfen, wie früher Gold schürfen, schürft man Bitcoins, ist gleichzeitig Verifikation der Transaktionen auf dem Journal. Jetzt, wenn das aber wegfällt, die Bitcoin-Geschichte, was ist dann die Incentive für einen größeren Crowd, Transaktionen zu verifizieren auf dem Distributed Ledger? Das muss man, all diese Sachen muss man sich da gut überlegen. Es gibt auch Alternativen, die diese Idee aufgegriffen haben, zum Beispiel Everledger, die im Diamantenhandel das sehr erfolgreich bereits einsetzen. Es gibt eine Firma T0.com, die heute statt mit SWIFT T plus 3, T plus 7 setteln die verschiedenen Assetklassen T plus 0. Das ist heute mit der Blockchain bereits machbar und wird gemacht. Und Amerika verbietet das nicht, sondern die sind clever genug zu sagen, Embrace Innovation, ihr dürft das. Und du kannst in Amerika an gewissen Börsen, kannst du über Blockchain und über Bitcoin setteln. Passiert heute schon. Und ich glaube, da muss man dran sein, diese Idee eines Distributed Ledgers, das fähig ist, in T plus Zero zu Zero-Kosten, Peer-to-Peer, irgendwelche Contracts oder Assets zu setteln, die bringt man nicht mehr weg. Das ist heute Realität. Sie scheinen nach wie vor viel Spaß an der Gestaltung von Avaloq zu haben und Tempo rausnehmen steht scheinbar auch nicht auf der Liste. Welche sind Ihre nächsten großen Ziele mit Avaloq? Also haben Sie zuerst mal recht. Es macht mir immer noch gewaltigen Spaß. Es ist kreativ, es ist gestalterisch. Es beschäftigt den Geist und das ist, was mich ticken lässt.
Und ich glaube, diese DNA konnte ich auch in Avaloq viel, viel breiter einspritzen. From day one bis heute versuche ich das so zu halten. Es macht viel Spaß. Tempo ist immer auch eine Frage der Veränderung im Umfeld. Ich habe ja gesagt, wir müssen uns möglichst schnell anpassen. Wenn sich das Umfeld schneller anpasst, musst du auch schneller rennen und schneller dich mitverändern, sonst bleibst du auf der Strecke. Das ist dann das. Also es ist einerseits gewollt, andererseits aber auch erzwungen von der Opportunität oder vom Threat. Das ist immer ja die zwei Seiten derselben Medaille, die Gefahr und die Chance. Und da muss man mitgehen. Und die nächsten konkreten großen Ziele? Ja, die Strategie gibt natürlich die nächsten paar Schritte schon vor. Wir haben ja das BPO-Geschäft, das Finanzdienstleistungsgeschäft für Finanzdienstleister und Banken oder Nichtbanken. Dort werden wir unser nächstes Center in UK aufbauen. Wir wissen, UK ist nicht ganz Europa, ist zwar in der EU, aber doch nicht so ganz. Time will tell. Aber eine eigene Währung, ein eigener großen, riesiger Finanzmarkt, dort müssen und wollen wir sein. Und dann planen wir overseas. In Asien sind wir bereits relativ stark. Wir haben ein eigenes BPO-Center dort in Singapur. Wir sind in Hongkong, wir sind in Australien. Wir strecken die Fühler aus. Wir haben erste Kunden in China, Agricultural Bank of China. Die Citigroup haben wir gewonnen. Und als nächster großer Schritt ist dann overseas Richtung Amerikas, Lateinamerika, Nordamerika. Herr Fernandes, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Fuchs. Danke.